Moin, ich bin Jasmin von Ostfriesen TV und ich liebe Fahrgeschäfte. Allerdings fahre ich immer dieselben. Deswegen habe ich mir diese drei Fahrgeschäfte ausgesucht, die wir heute testen. Let's go! Beim Robotics geht's los. Genauso wie die anderen beiden Fahrgeschäfte steht er das erste Mal auf dem Galli-Markt. Eigentlich dachte ich mir, dass ich dieses Fahrgeschäft am einfachsten packe. Aber mitten in der Fahrt, kopfüber und im Kreis drehend, war mir klar, damit habe ich nicht gerechnet. Trotz einer riesigen Anspannung und einer Menge Aufregung hat sich diese Fahrt sehr gelohnt. Als nächstes geht's auf den brandneuen Escape. Nach dem Robotics kann das hier gar nicht so schlimm werden. Von außen sieht es nämlich viel hektischer aus, als es eigentlich ist. Der Escape ist ein bisschen wie Breakdance fahren, aber trotzdem ganz anders. Im Vergleich zum Robotics auf jeden Fall eine Nummer sanfter. Will ich gerne einmal fahren? Ich muss auf den Airborne, auch wenn ich das freiwillig gar nicht machen würde. Für euch springe ich über meinen Schatten und fahre mit dem höchsten Propeller der Welt. 65 Meter über der Erde habe ich einen schönen Ausblick über Lea und den Galli-Markt. Für einen Adrenalinkick ist der Airborne auf jeden Fall zu empfehlen. Allerdings bin ich auch sehr froh, dass ich wieder auf dem Boden bin. So, ich bin durch mit Fahrgeschäfte testen. Mein ganzer Körper ist voll mit Anspannung immer noch und so langsam geht's weg. Ich werde echt ein bisschen K.O. Es hat mega viel Spaß gemacht, es war aber auch mega aufregend. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und vielleicht probiert ihr ja auch mal was Neues.